Die FDP musste keinen neuen Mut aufbringen, sondern in den Verhandlungen mit der Union schlicht und ergreifend nur ihre Position dokumentieren. Denn ich wundere mich ein bisschen, dass Persönlichkeiten aus der CDU sich ihrerseits jetzt wundern, dass wir eine eigene Meinung haben. Es kann ja auch in der Koalition nicht so sein, dass der eine Partner Vorgaben macht, die dem andere folgen müssen. Also, ich wollte das kurz erklären, wenn Sie mir das erlauben. Das ist ja eine Sendung, die ja ausführliche Stellungnahmen möglich macht. Ich habe nach meiner Erklärung, mich für Joachim Gauck auszusprechen, einen Anruf von Philipp Rösler, meinem Bundesvorsitzenden, erhalten, der erklärt hat, mein liebster Spitzenkandidat, Sie haben sich ja an die Bitte, sich öffentlich zur Nachfolgefrage nicht zu äußern, nicht gehalten. Daraufhin habe ich gesagt, ich habe an der Telefonkonferenz nicht teilnehmen können, weil ich eine Wahlveranstaltung hatte um die Mittagszeit. Aber selbst wenn Sie mich gebeten hätten, hätte ich mich nicht daran gehalten. Er hat mir dann im Telefonat gesagt, ja, der Gedanke Gauck sei auch in seinem Kopf, aber es werde schwer werden, in den Verhandlungen mit der Union das sozusagen zu präsentieren und im Zweifel auch durchzusetzen. Und dann habe ich gesagt, alles, was ich tun kann von außen, um den Prozess bei der Union zu beschleunigen, werde ich tun. Jetzt hat die FDP Joachim Gauck ja nicht nur vorgeschlagen, sondern die FDP hat gesagt, wir wählen Gauck, auch wenn die Union, wenn Merkel dagegen sind. War Ihnen klar, dass Sie damit den Bruch der Koalition riskieren? Also ich kenne niemanden in der FDP, der die Idee hatte, aus dem Kabinett Merkel auszuscheiden. Das heißt, mit dem Bruch der Koalition konnte im Zweifel ja nur die Union drohen, obwohl der machttaktisch völlig unsinnig gewesen wäre. Es war keine reale Option, denn es ging ja, wie gesagt, darum, einen geeigneten Kandidaten zu finden. Und der Prozess der Diskussion von Freitag bis Sonntagnachmittag war schon quälend lang. Und die öffentliche Debatte war ja bereits, hier wird in Hinterzimmern wieder taktiert, hier geht es nicht um den besten Kandidaten. Und um weiteren Schaden von der Politik insgesamt abzuwenden, habe ich mich dafür stark gemacht, dass die FDP den Kandidaten Gauck dann auch öffentlich präsentiert. Und das hat ja zum Schluss auch dann dazu geführt, dass die Union sich mit uns gemeinsam auf Joachim Gauck als Kandidat geeinigt hat. Es ist ja nicht so, dass wir die Union haben zwingen müssen, wie könnten wir das, sondern wir haben der Union und auch Kanzlerin Merkel zu einer besseren Einsicht verholfen.